Ich rufe dann auch schon sofort auf den Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 25. November diesen Jahres gemäß § 95 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema lautet US-Militärforschung an NRW-Hochschulen aufklären und trägt die Drucksachennummer 4482. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner von Seiten der antragstellenden Fraktion der Piraten Herrn Dr. Paul das Wort. Guten Morgen, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und daheim. Erstmal zum Sachstand. Nach Recherchen des Norddeutschen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung hat das US-Verteidigungsministerium seit dem Jahr 2000 mit mehr als 10 Millionen Dollar Projekte an 22 deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen unterstützt. Darunter sind auch Universitäten, die sich ausschließlich der friedlichen Forschung verpflichtet haben. In Nordrhein-Westfalen haben die Universitäten in Aachen, Bochum und Wuppertal Geld vom Pentagon erhalten. Das nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerium bewertete die Forschung zu militärischen Zwecken an Universitäten grundsätzlich kritisch. Wir fördern und fordern diese Art von Forschung nicht, sagte ein Ministeriumssprecher, wie in Zeit Online vom 25. November zu lesen war. Das ist schön. Überhaupt nicht schön ist jedoch, dass unser Ministerium weiter erklärt, es habe keine Kenntnis über eine mögliche Zusammenarbeit von Hochschulen mit dem US-Verteidigungsministerium. Die Hochschulen müssten solche Kooperationen nicht anmelden. Diese Militärforschung ist rein zufällig über ausländische Quellen ans Tageslicht gekommen. Allein das ist schon skandalös. Universitäten sind die geistigen Werkbänke der Gesellschaft. Da grundfinanzieren die Steuerzahler, also wir alle, Personal und Werkbänke an den Hochschulen und erfahren noch nicht einmal, was dort geforscht wird. Für eine moderne Demokratie des 21. Jahrhunderts ein untragbarer Zustand. Dual Use hin oder her. Wir Piraten fordern das ein. Wir alle haben ein Recht darauf, zu erfahren, was an Hochschulen und Forschungseinrichtungen geforscht wird und wer die Auftraggeber bei Drittmittelforschungen sind. Ohne Wenn und Aber. Dankeschön. Bochum ging hier mit sehr gutem Beispiel voran. Da geht es unter anderem um hitzebeständige Materialien. Hier, das kann man im Netz finden. Ich muss dazu sagen, mit Open Access ging das noch ein bisschen besser. Und wir finden auch, dass neben der US Air Force die europäische Aerospace mit an der Förderung dieser Projekte beteiligt ist. Wenn aber die Forschungen im Verborgenen betrieben werden, wie im Fall der RWTH Aachen, schürt das Misstrauen, wo vielleicht gar keins nötig wäre. So äußerte sich der Rektor der RWTH Aachen, Professor Schmachtenberg, in den Aachener Nachrichten vom 26.11.2013 sinngemäß, dass grundsätzlich keine Informationen zur Auftragsforschung herausgegeben werden und die Veröffentlichung der Forschung den Richtlinien des Auftraggebers obliege. Des Weiteren würde es eine Schwächung der Position am Markt der Auftragsforschung bedeuten und hunderte Arbeitsplätze in Aachen sehr gefährden, Wenn freimütig über Auftraggeber und Inhalte der Forschung gesprochen würde. Es werden also noch nicht einmal Informationen an den zuständigen Ausschuss des Parlaments erwogen. Mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, rufe ich als Anwalt Herrn Edsger W. Dijkstra, einen niederländisch-amerikanischen Informatiker, auf, der in bahnbrechenden Arbeiten dafür gesorgt hat, dass unsere Betriebssysteme nicht in Verwirrung geraten. Sie können ihn auch gerne Mr. Multitasking nennen. Und ich zitiere aus seinem Vortrag The Strengths of the Academic Enterprise vom 7. Februar 1994 vor dem Industrieforum in Austin, Texas. Eine Universität, die betrügt oder verheimlicht, kann ihre Türen schließen. Die essentielle Rolle der Offenheit ist etwas, an das wir uns erinnern sollten, wenn wir über akademisch-industrielle Kooperationen beraten. Wir sollten uns auch daran erinnern, wenn eine Regierung Gründe der nationalen Sicherheit oder des Wohlstands erfindet, um eine freie Publikation akademischer Forschung zu unterbinden. Universitäten sind nicht Teil des nationalen Sicherheitssystems. Sie sind noch nicht einmal nationale Forschungslabore. Sie sind nationale Universitäten. Zitat Ende. Bemerkenswert daran ist, dass das nicht ein Soziologe ist, sondern ein Informatiker und Ingenieur, der sehr genau weiß, unter welchen Randbedingungen Innovation am besten entstehen kann.
Klar sind wir Freunde von internationalen Forschungskooperationen. Wissenschaft ist schließlich Begegnung und Begegnung ist Bildung. Bildung ist Dünger und Nährboden für Innovation. Aber umso mehr gelten Dijkstras Worte, wenn es sich bei dem Partner um das Militär eines befreundeten Landes handelt. Nicht der Krieg, sondern der Friede ist der Ernstfall. Wissenschaft und Hochschulen und die an ihnen Tätigen haben sich der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zu stellen. Und wir sollten die Hochschulen finanziell so ausstatten, damit sie dem Lockruf des Geldes der Rüstungsindustrie widerstehen können. Gerade wir Deutsche sollten auf zivile Stärke statt auf militärische Scheinstärke setzen. Kriege sind schließlich keine Naturereignisse. Jeder Krieg ist erst ein wirtschaftlicher, politischer und sozialer Krieg, bevor er militärisch wird. Das heißt, er ist Ausdruck dafür, dass die Gesellschaften versagt haben, Probleme zivil zu meistern. Ausdruck eines pathologischen Zivilversagens. Darüber hinaus, meine Damen und Herren, haben wir Menschen das grundlegende Problem, man denke dabei zum Beispiel an Kernenergie oder Gentechnik, dass wir ganz offensichtlich weiter werfen als gucken können. Wir haben also ganz andere Herausforderungen zu bewältigen, für die Wissenschaft und Hochschulen tätig werden sollten und eben nicht für Rüstungsforschung für ein anderes Land. Der jetzige Widerstand gegen eine Militarisierung unserer Bildungseinrichtungen ist ein wichtiger Beitrag einer glaubwürdigen Friedenspolitik. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine generelle Bemerkung zu den USA, denen gerade wir Deutsche so viel zu verdanken haben. Deutsches Duckmäusertum, wie jüngst auch zu den Snowden-Enthüllungen gegenüber den USA, haben unsere amerikanischen Freunde wahrlich nicht verdient. Wirkliche Freundschaft geht anders. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Schulthaus das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Anlass dieser Aktuellen Stunde ist in der Tat die Berichterstattung in der Presse, in den Medien vielmehr, zu Rüstungsprojekten oder Militärforschungsprojekten in den Hochschulen Nordrhein-Westfalens. Man muss nur deutlich die Relationen klarstellen. Das hätte beim Wortbeitrag von Dr. Paul etwas in die Schieflage geraten können. Die Dimensionen, um die es hier geht, können keinen Beweis dafür antreten, dass die NRW-Hochschulen sozusagen Kaderschmieden der Rüstungsindustrie sind. Das bewegt sich in einem viel kleinteiligeren Spektrum, was hier an Forschungsprojekten auf den Weg gebracht worden ist. Es geht kurzum um die Zulässigkeit und Verantwortlichkeit militärischer Forschung oder von Forschung, die militärischen Zwecken dient oder dienen kann oder dienen könnte an unseren Hochschulen. Und ich bitte, in der Debatte darauf zu achten und auch festzuhalten, dass man hier nicht nach einem Schwarz-Weiß-Schema vorgehen kann und diese Fragen auch so nicht beantwortet werden können. Es gilt die grundsätzlich garantierte Freiheit von Forschung und Lehre und es gilt die Interessen unseres Landes, auch im Hinblick auf die Entwicklung von Sicherheitstechnologien dabei zu beachten. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das Projekt Galileo, lange umstritten. Dieses Projekt ist auf den Weg gebracht worden, um gerade Europa von US-amerikanischer Technologie unabhängig zu machen bei den Navigationssystemen. Und jeder von uns weiß, dass man natürlich die Navigationssysteme sowohl zu militärischen als auch zu zivilen Zwecken nutzen kann, was wir ja in der Zwischenzeit auch alle tun. Aber wir wissen natürlich auch, dass GPS zunächst mal unter militärischen Gesichtspunkten entwickelt worden ist. Und die SPD-Fraktion legt Wert darauf, dass wir auch selbst in der Lage sind, über Technologien zu verfügen, auch im Bereich der Informationstechnologien, wo wir auch die grundlegenden Voraussetzungen geschaffen haben und damit auch die Verfügbarkeit sicherstellen. Meine Damen und Herren, damit sind wir beim Thema Dual Use, also die doppelte Anwendungsmöglichkeit von solchen Forschungsergebnissen, sowohl für den militärischen als auch für den zivilen Bereich, also für militärische wie auch zivile Zwecke. Und hier sind wir natürlich dann auch direkt bei dem Thema, mit welcher ethischen Verantwortung gehen unsere Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer diese Themen an.
und auch natürlich mit welcher Transparenz wird dieses eigene Handeln in unseren Hochschulen dann auch dargestellt. Und ich darf darauf hinweisen, dass wir, wenn es um die Transparenz im Umgang mit Drittmitteln geht, also insbesondere auch der Auftragsforschung, also nicht nur von öffentlichen Auftraggebern im Rahmen der Drittmittelforschung, dass wir hier mit dem neuen Hochschulzukunftsgesetz, mit dem Referentenentwurf, auch die Debatte hierüber eröffnen. Die Ministerin hat einen Referentenentwurf vorgelegt, wo gerade in dem Artikel 71a eine Regelung getroffen wird für die Transparenz im Umgang mit Auftragsforschung. Und es gibt auch einen Hinweis auf die zivile Ausrichtung unserer Hochschulen. Wiewohl, ich habe das eingangs gesagt, dass ein gewisser Spagat ist, wo man bestimmte Rahmenbedingungen auch beachten muss. Und ich kann Sie nur alle auffordern, dass wir im Rahmen der Anhörungen zu diesem Gesetzentwurf gerade auch diese Aspekte, die hier eine Rolle spielen, mit besonderer Beachtung dann auch diskutieren werden. Ich glaube, dass wir dann auch zu guten Ergebnissen kommen. Und wie gesagt, Herr Dr. Paul, wir sollten das Ereignis oder die Ereignisse, die jetzt beschrieben worden sind, richtig einordnen in ihrer Bedeutung. Man muss zusätzlich auch noch beachten, dass die Forschungsförderung in den Vereinigten Staaten und die, ja, diejenigen, die Geld bereitstellen, einer anderen Struktur folgen als in der Bundesrepublik Deutschland. Das Verteidigungsministerium in den Vereinigten Staaten, das kann man jetzt gut finden oder nicht, ist sehr stark im Bereich der Forschungsförderung unterwegs, wie auch das NIH, den gesamten Gesundheitsbereich und die Biotechnologie und alles, was damit zusammenhängt, fördert. Und das ist in unseren Strukturen so nicht möglich. Insofern ist das Department of Defense in den USA auch sehr stark im Bereich der Grundlagenforschung unterwegs. Und da waren ja solche Projekte, die wir jetzt hier feststellen konnten, an unseren Hochschulen auch mit beteiligt. Also eine Bewertung, die objektiven Maßstäben folgt, wäre sehr, sehr hilfreich. Und nochmals, wir laden Sie ein, mit uns über die Transparenzregeln für die Drittmittelforschung im Rahmen der neuen Gesetzgebung zu diskutieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulteis. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Dr. Berger. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des Norddeutschen Rundfunks haben 22 deutsche Hochschulen und Forschungsinstitute seit Beginn des Jahrtausends mehr als 10 Millionen Dollar erhalten. Das scheint so zu sein. 90.000 Dollar sind nach Aachen gegangen, 108 nach Bochum, 7.000 nach Wuppertal für einen Mathematik-Workshop. Darüber hinaus berichtet auch die Medien, dass in Marburg an Drohnen geforscht wird und dass in München nach Sprengstoff geforscht wird. Zu Beginn möchte ich sagen, Drittmittelforschung, die mit militärischem Nutzen verbunden ist, führt naturgemäß immer zu heftigen, emotionalen Debatten über Moral und Grundsätze der Gesellschaft. Aber zunächst einmal festzustellen, wenn man sich mit Drittmittelforschung befasst, dass in der deutschen Forschungslandschaft immer mehr Hochschulen ihre Budgets mit Drittmitteln aufstocken. Schon 38% aller wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an deutschen Hochschulen sind drittmittelfinanziert. Und als allererstes, Frau Ministerin Schulze, und wir haben ja gestern hier in diesem Haus eine Haushaltsdebatte geführt, stellen wir fest, und das ist unabhängig aber auch von dieser Debatte, dass die Grundfinanzierung, für die Sie jetzt auch seit über 3 Jahren zuständig sind, dass die Grundfinanzierung an unseren Hochschulen nicht ausreichend ist. Und Sie sind aufgefordert, für mehr Mittel an Grundfinanzierung an den nordrhein-westfälischen Hochschulen zu sorgen. Wer immer, bisher ist ja noch nicht diese Debatte hier aufgekommen, aber wer immer Drittmittelforschung kritisiert, an der anderen Stelle aber mehr Forschung haben möchte, der muss auch sagen, woher das Geld ansonsten kommen soll. Und das zeigt dieser Vorgang besonders drastisch. Wir haben Ihnen in der Haushaltsdebatte viele Wege aufgezeigt, wie es möglich ist, mehr Geld für den Wissenschaftssektor zu generieren, und fordern Sie auf,
Gehen Sie mit uns den Weg, mehr Geld an Grundfinanzierung für die Universitäten zu organisieren. Dann sei aber dann die Frage gestellt, und dann kommen wir zurück zu dem Anliegen der Piraten, was wäre mit dieser Aktuellen Stunde und was wäre mit den Piraten als Partei, wenn es das Internet nicht gäbe? Wer hat das Internet erfunden? Das Internet ging aus dem im Jahr 1969 entstandenen ARPANET hervor, ein Projekt auch des US-Verteidigungsministeriums, muss man so sagen. Insofern ist auch die Existenz der Piraten letztlich ein Ergebnis von militärisch motivierter Forschung. Und die, ja, es ist so, und die GPS-Navigation, da haben wir eben schon was zu gehört. Die nächste Frage stellt sich bei anderen Anwendungen, ist die Entwicklung insektenresistenter Kleidung tabu, weil sie auch ein Soldat tragen kann? Oder sind wir nicht alle froh, dass es Kleidung auf dem Markt gibt, die auch einen Zivilisten vor Mücken schützt? Dürfen Hochschulen keine Satellitenforschung mehr betreiben, weil die Ergebnisse militärisch nutzbar sind? Und wenn die Bundeswehrdrohne eingesetzt würde, um Menschen aus bedrohlichen Situationen zu retten, zu Minenräumen und so weiter, ist dann eine rote Linie überschritten? Alles das sind Fragen, mit denen man sich schon kritisch auseinandersetzen muss. Wir befinden uns hier also in einer Debatte, die leicht dazu führen kann, dass die Fragestellung nach möglicher Nutzung der wissenschaftlichen Ergebnisse dazu benutzt wird, um wissenschaftliche Freiheit einzuschränken. Im Artikel 5 Absatz 3 unserer Verfassung steht, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Diese Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Und unsere Verfassungsväter waren weise genug, um einerseits Eingriffen in die Hochschulfreiheit von politischer Seite einen Riegel vorzuschieben und gleichzeitig von den Forschern die Treue zur Verfassung einzufordern. Die schwarz-gelbe Koalition mit Wissenschaftsminister Pinkwart hat diesen Ansprüchen exakt Rechnung getragen. Im Hochschulfreiheitsgesetz ist klar festgelegt, dass Hochschulen selbstständig und autonom darüber entscheiden können, welche Drittmittelforschung sie durchführen wollen. Und wir sagen klar, solange sich Hochschulen an national und international gültige Gesetze halten, sollen sie das auch tun dürfen. Tragischerweise für Nordrhein-Westfalen, und das gehört an dieser Stelle auch jetzt ausdrücklich in die Debatte, beschreitet Rot-Grün einen für die Wissenschaftslandschaft bedenklichen Weg. Zunächst, und da haben wir gestern schon oder vorgestern schon anfänglich darüber diskutiert, sollen in Nordrhein-Westfalen politisch verbindliche Hochschulentwicklungspläne gelten, die den Universitäten vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben und was und worüber geforscht werden soll. Und es geht noch weiter. In dem Gesetz soll unter dem Deckmantel von Zivilklauseln ideologische Tabuzonen errichtet werden. Und deswegen, die Kernfrage in der aktuellen Diskussion stellt sich anders. Es geht darum, und Ihnen geht es auch darum, wer festlegt, welche Forschung akzeptabel ist und wer festlegt, welche Forschung tabuisiert werden soll. Und es ist hier in Nordrhein-Westfalen ganz einfach, Frau Ministerin, Sie wollen festlegen, was Ihrer Meinung nach wertvoll ist und was nicht. Und deshalb haben Sie den Referentenentwurf auch in dieser Form konzipiert. Würde man Ihrer Logik, Ihres geplanten, Hochschulentmündigungsgesetzes folgen und es historisch anwenden, so wäre das Internet, weil es ja militärisch am Anfang motiviert war, wahrscheinlich gar nicht entstanden und entwickelt worden. Und damit wäre auch die Piratenpartei als politische Gruppierung wahrscheinlich gar nicht existent. Also, betrachtet man die Ergebnisse des Hochschulfreiheitsgesetzes, so lässt sich für Nordrhein-Westfalen beobachten, und das darf man schon sagen, dass sich unsere Forschungslandschaft ausgeweitet hat, verbessert hat und auch international wettbewerbsfähiger geworden ist. Und all das ist ein Ergebnis von autonomen Entscheidungen. Die Kernbotschaft der Debatte für uns, die heute hier in dieser Aktuellen Stunde von dem Parlament ausgehen sollte, sollte doch sein, Wissenschaft muss frei bleiben, Wissenschaft muss in den Hochschulen bleiben und die Politik weiß es nicht besser. Und Frau Schulze, Sie haben sich mit Ihrem neuen Gesetz verführen lassen. Rot-Grün steht für die Anmaßung des Wissens mit diesem Gesetzentwurf oder besser gesagt des Besserwissens. Aber die ganze Debatte zeigt letztendlich bei allen Schwierigkeiten auch der Diskussion, Freiheit ist ein absolutes Gut und Freiheit darf nicht relativiert werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Berger. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Dr. Seidel.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Berger, kommen wir doch noch einmal zurück zum aktuellen Anlass. Tatsache ist doch, dass 22 Hochschulen in Deutschland offensichtlich für das Pentagon Auftragsforschung übernommen haben. Und darüber, das haben Sie selber eben zitiert, haben in den vergangenen Tagen etliche Medien berichtet. Darunter wurden auch drei nordrhein-westfälische Hochschulen genannt. Und Tatsache ist auch, dass Deutschland bei den weltweiten Rüstungsexporten ganz oben im Ranking steht. Auch darüber wurde in den vergangenen Wochen viel berichtet. Und es mutet schon zynisch an, wenn die Uni München davon spricht, sogenannten sauberen Sprengstoff für die Militärforschung zu entwickeln. Es gehe schließlich darum, Sprengstoff umweltverträglicher zu machen. Das ist natürlich Auftragsforschung aus dem US-Verteidigungsministerium. Aber die Frage stellt sich doch, wie gehen wir mit dieser Tatsache um? Herr Berger, Sie haben den Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz genannt. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die sogenannte Wissenschaftsfreiheit sichert unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein individuelles Recht, auf dem Gebiet zu forschen, auf dem sie forschen wollen. Das lässt sich nicht per Gesetz verbieten, und das hat aber auch niemand vor hier in Nordrhein-Westfalen. Es besteht jedoch ein Grundkonsens in Deutschland auch zu einer friedlichen Ausrichtung der Gesellschaft. Dieses Ziel ist an vielen Stellen auch im Grundgesetz verankert. Und aus der Friedensfinalität des Grundgesetzes und dem herrschenden gesellschaftlichen Meinungsbild leiten wir unsere Forderung nach einer allgemeinen Zivilklausel im Hochschulgesetz ab. Flankiert werden soll diese Selbstverpflichtung mit einer strikten Transparenzpflicht, auch für Drittmittelströme. Auch das ist wichtig in der Kombination. Auch das wollen wir im neuen Hochschulgesetz verankern. Forschungsthema, Fördervolumen und Geldgeber von Drittmittelprojekten, die müssen öffentlich gemacht werden, auch wenn die Hochschulen das teilweise nicht so gerne wollen. Die Öffentlichkeit und der Gesetzgeber haben ein Recht darauf zu erfahren, auf welchen Gebieten die öffentlich finanzierten Hochschulen tätig sind, auch bei Drittmittelprojekten. Und insofern können wir im Hochschulgesetz einen klaren Auftrag festlegen, der die Gewissensfreiheit von Forscherinnen und Forschern respektiert, aber die Verantwortung mit der Auftragsforschung gleichermaßen groß schreibt. Die Ausgestaltung des Friedens- und Nachhaltigkeitsauftrags überlassen wir der Autonomie der Hochschulen, Herr Berger. Die in der Tat bestehende Problematik, dass es eine Grauzone gibt, die sogenannte Dual-Use-Problematik, in der Forschungsergebnisse sowohl zu zivilen als auch militärischen Zwecken genutzt werden können, muss dann immer im konkreten Fall diskutiert werden. Hier gibt es keine Patentlösung. Ich gehe aber davon aus, dass die Hochschulen entscheiden werden, dass solche Diskussionen auch künftig im Senat geführt und dort entschieden werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuelle Diskussion wirft aber eigentlich noch weitergehende Fragen auf. In den letzten Jahren haben wir verschiedentlich Diskussionen über die Finanzierung von Drittmittelprojekten und Tätigkeiten von Stiftungsprofessuren geführt. Und unter dem Strich sind wir uns doch alle einig, dass die Wissenschaftsfreiheit nicht durch unzulässige Einflussnahme privater Förderer beeinträchtigt werden darf, weder bei der Besetzung der Stellen noch bei der Auswahl von Forschungsthemen oder Lehrangeboten und auch nicht bei der Entscheidung darüber, was veröffentlicht werden soll. Darüber haben wir im Ausschuss ausführlich diskutiert, und auch der Stifterverband hat sich ja mit diesem Thema beschäftigt. Unabhängigkeit, Freiheit von Forschung und Lehre, Transparenz, Schriftform und Verzicht auf Beeinflussung, das sind die Kriterien der Empfehlungen des Stifterverbands bezüglich der Einrichtung von Stiftungsprofessoren durch private Förderer. Und dies gilt es, an allen Hochschulen nach gleichen Standards umzusetzen, damit die Wissenschaftsfreiheit auch an dieser Stelle nicht beeinträchtigt wird. Und im Übrigen, das möchte ich auch gerne erwähnen in diesem Zusammenhang, hat auch der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht 2011 dazu Stellung bezogen. Unter anderem hat er sehr deutlich gemacht, die Grenze des Zulässigen werde überschritten, wenn die Stifter derart weitreichenden Einfluss auf Forschung und Lehre nehmen könnten, dass sich die Tätigkeit der Stiftungsprofessur einer Auftragsforschung zugunsten der Stifter annähere. Eine Beeinträchtigung der Wissenschaftsfreiheit müsse insbesondere dann befürchtet werden, wenn die Stifter von Anfang an entscheidenden Einfluss auf die Einrichtung der Professur hätten. Zitat Ende.
Und wenn Sie jetzt wieder, und das haben Sie ja eben gemacht, Herr Berger, mit Ihrer notorischen Klage über die Unterfinanzierung der Hochschulen um die Ecke kommen, auch Frau Freimuth macht das wahrscheinlich gleich, dann kann ich nur sagen, es ist mitnichten so, dass unsere Hochschulen auf diese Drittmittel, von denen jetzt in diesem Beitrag die Rede war, existenziell angewiesen sind. 10 Millionen US-Dollar verteilt auf 22 Hochschulen und 13 Jahre, das sind nicht einmal 26.000 Euro pro Jahr und Hochschule. Die Drittmittelfinanzierung ist für die NRW-Hochschulen in der Tat ein wichtiges Standbein. Aber auch in Richtung Piraten, der Stifterverband, die DFG und das Statistische Bundesamt geben ja regelmäßig die Zahlen zum Anteil der Drittmittel an Hochschulen heraus. Und für das Jahr 2011 können wir festhalten, bezogen auf die gesamten Einnahmen der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen machen Drittmittel 27% aus. Jedoch stammt nur ein knappes Viertel der Drittmittel aus privaten Quellen. Das heißt, private Drittmittel machen rund 7% der gesamten Hochschulmittel aus, die Hochschulmedizin eingeschlossen. Und dass das Land auch in finanzieller Hinsicht seiner Verantwortung gerecht wird, das haben wir ja bereits am Mittwoch in der Haushaltsdebatte schon ausführlich diskutiert. Der Gesamtetat im Wissenschaftsbereich, ich muss das jetzt eigentlich nicht immer wiederholen, der wächst in diesem Jahr auf fast 8 Milliarden Euro. Davon erhalten die Hochschulen über 4,8 Milliarden Euro, die Innovationsförderung in Höhe von knapp 730 Millionen Euro noch nicht eingerechnet. Über 1 Milliarde Euro kommen für die Medizin dann noch hinzu. Die Hochschulen haben so viel Geld zur Verbesserung von Studium und Lehre wie nie zuvor. Das heißt, auf das Geld des Pentagon kann die Wissenschaftslandschaft in NRW vor diesem Hintergrund jedenfalls gut verzichten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Seidel. Für die FDP-Fraktion spricht die Frau Kollegin Freimuth. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir eine grundsätzliche Anmerkung vorab. Populismus, pauschale Schuldzuweisungen und Verdächtigungen ohne Sachverhaltsklärung sind keine geeignete Grundlage, die verfassungsmäßigen Grenzen der Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit in Artikel 5 Absatz 3 und oder die Verantwortung aus dieser Forschungsfreiheit zu diskutieren. Wir dürfen unsere Hochschulen und unsere Forschungsinstitute nicht leichtfertig in Misskredit bringen. Die verfassungsrechtlich garantierte Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit ist wie die Presse- und Meinungsfreiheit Ausdruck und Eckpfeiler einer freiheitlichen Gesellschaft. In unserem Grundgesetz wird die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre in Artikel 5 Absatz 3 ohne Einschränkungen garantiert. Und sie unterliegen eben auch nicht der Beschränkung durch die Vorschriften allgemeiner Gesetze, sondern die Beschränkung der Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit bedarf verfassungsimmanenter Schranken. Diese werden aber von dem Antrag der Piratenfraktion in dieser Aktuellen Stunde in keiner Weise auch nur im Ansatz gestreift. Deshalb zum Antrag der Piraten auch nur drei Bemerkungen. Erstens, die Hochschulen haben erklärt, es gibt bei ihnen keine militärische Forschung. Zweitens, das US-Verteidigungsministerium unterstützt Grundlagenforschung wie bei uns in Deutschland, zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Kollege Schulteis hat gerade darauf hingewiesen. Und bei dem ganzen Popanz immer um die privaten Interessen bei Drittmitteln will ich nur darauf hinweisen, das ist nach allem, was mir jedenfalls an Informationen vorliegt, ein öffentlicher Auftraggeber. Drittens, die Präambel des Grundgesetzes verpflichtet uns, dem Weltfrieden zu dienen. Allerdings wird die Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit auch im Falle unmittelbar auf militärisch nutzbare Verfahren oder Produkte hinauslaufende Forschung nicht zu beschränken sein, da das Grundgesetz ausdrücklich auch den militärischen Verteidigungsauftrag der Artikel 87a und b unseres Grundgesetzes eben enthält. Wenn also Forschung im Rahmen des Verteidigungsauftrages des deutschen Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr die Forschungsfreiheit nicht beschränken kann und damit auch darf, bleibt dann noch die Frage, ob es eine andere Bewertung sich daraus ergibt, wenn es sich zum Beispiel um das US-Verteidigungsministerium handelt. Ich persönlich halte es da dann eher mit Professor Klapöttke von der im anderen Zusammenhang schon angesprochenen Universität in München, der sinngemäß dazu anmerkte, wenn man das NATO-Bündnis und dessen Einsätze und Ziele mit dem Grundgesetz für vereinbar hält,
dann ist es auch nicht verwerflich, für gute Materialien und Ausrüstung der einzelnen Bündnispartner zu forschen. Die FDP bekennt sich zum NATO-Bündnis. Gleichwohl bietet die heutige Diskussion auch eine Gelegenheit, unter Einbeziehung des Zivilklausel-Diktats im Referentenentwurf zur Hochschulgesetznovelle darauf einzugehen und an die Debatte auch vom 20. März 2013 zu unserem Antrag mit der Drucksache 16/2289 anzuknüpfen und uns erneut mit der Frage der Verantwortung aus der Wissenschafts- und Forschungsfreiheit zu befassen. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, dass Frau Kollegin Preuß-Buchholz seinerzeit für die SPD klargestellt hatte, einer gesetzlichen Grundlage bedürfe es nicht. Ich will da die Kollegin meiner damaligen Rede offensichtlich nicht so ganz folgen konnte, wir aber dazu inhaltlich gar keinen Dissens hatten, heute gerne noch einmal wiederholen. Forschungsfreiheit heißt nicht Verantwortungslosigkeit. Ein gesellschaftlicher Diskurs über und mit Forschung und Wissenschaft ist grundsätzlich zu begrüßen. Dieser kann gegebenenfalls auch durch die Aufnahme von Transparenzregeln für aus Steuergeldern finanzierte Forschung in den Förderbewilligungen ermöglicht werden. Gleichwohl darf sich auch aus der Forderung nach grenzenloser Transparenz ergebende Diskussionsansätze möchte ich hinweisen. Es kann gewichtige Gründe geben, nicht oder zumindest nicht sofort die Einzelheiten bezüglich jeglicher wissenschaftlicher Forschung offen zu legen. Die Verantwortung von Forschung kann eben gerade dafür sprechen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht publik gemacht werden, wie zum Beispiel, wenn sie potenziell eine Gefahr für die Allgemeinheit auch darstellen können. Hier sei nur Stichwort Influenza-Virus H5N1 genannt und die Diskussion darum. Der wichtigste Punkt ist aber doch wohl, dass wir, und das gilt insbesondere für die Grundlagenforschung, eine Zweckunterscheidung in der Praxis kaum werden vornehmen können. Stichwort Dual Use ist schon gefallen. Forschung, die sowohl zivil als auch militärisch einsetzbarem Wissen, Produkten oder in Technologien münden können. Es gehört eben gerade zu der Dual-Use-Problematik, dass beispielsweise auch Ergebnisse der Traumaforschung oder der Friedens- und Konfliktforschung auch militärisch nutzbar sein können. Das kann aber keine Begründung für das Verbot dieser Disziplinen bedeuten. Andersherum gilt das häufig, Forderungen oder Forschungen, die mit der Absicht angestellt werden, militärisch nutzbares Wissen oder Technologien zu entwickeln, im zivilen Bereich Anwendung finden können. Das Stichwort Internet ist hier gerade schon genannt. In vielen Bereichen, etwa der Materialforschung, ist eine Unterscheidung schon gar nicht möglich. Und diesen Zwiespalt, den müssen wir auch aushalten. Es darf nicht sein, dass der Staat diktiert, was gute und was schlechte Forschung ist. Eine letzte Anmerkung noch zum Stichwort Drittmittel. Diese sind ja auch in dem Referentenentwurf der Landesregierung offensichtlich im Grundsatz nicht mehr gewollt. Denn wenn die Hochschulen pauschal über alle Inhalte und Auftraggeber sprechen müssten, würde das die Hochschulen am Markt der Auftragsforschung erheblich schwächen, Innovationen gerade im Mittelstand verhindern und Arbeitsplätze gefährden. Ein Verhaltenskodex sollte hier Anforderungen an Drittmitteltransparenz sehr spezifisch und nicht pauschal festlegen. Denkbar wäre zum Beispiel ein Anzeigegebot, zum Beispiel für Militärforschung oder Kooperationen mit Partnern außerhalb des NATO-Bündnisses. Darüber kann man durchaus auch diskutieren. Hier lohnt aber eine ausführlichere Diskussion und ich bin dem Kollegen Schultheiß auch dankbar. Ich denke, wir werden die in der Tat auch in der gebotenen Sachlichkeit und Ernsthaftigkeit führen. Mehr jedenfalls, als das hier im Rahmen der Aktuellen Stunde möglich ist. Meine Damen und Herren, wir müssen unsere Forscher ermutigen, ihre Verantwortung aus der Forschungsfreiheit anzunehmen. Dazu gehört auch die Abwägung im Zusammenhang mit der Einwerbung von Drittmitteln. Wir müssen den Diskurs über Forschung und Wissenschaft in der Gesellschaft suchen und unterstützen. Und dabei haben wir noch viel zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schulze. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben ja hier erst vorgestern über die finanzielle Ausstattung der Hochschulen für das kommende Jahr debattiert. Sie alle wissen noch, der Vorschlag der Landesregierung sieht vor, dass es 7,9 Milliarden Euro für Hochschulen, für Wissenschaft und für Forschung gibt. Und nur damit es noch mal in Erinnerung gerufen wird, möchte ich
nochmal betonen, Herr Berger, Ihre Fraktion war das, die vorgeschlagen hat, Forschungsgelder zu streichen, die vorgeschlagen hat, 249 Millionen weniger an die Hochschulen zu geben. Ich bin sehr froh, dass wir hier andere Mehrheiten haben, die dieses Geld in den Hochschulen halten. Heute stehen wir aber hier und debattieren darüber, ob die mit Steuergeld finanzierte Infrastruktur der Hochschulen dazu genutzt wurde, eben im Auftrag des US-Militärs zu forschen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wir sind hier alle genauso schlau wie die Leser der Süddeutschen Zeitung, die das eben gemeinsam mit dem Norddeutschen Rundfunk aufgedeckt hat. Die Hochschulen sind nicht verpflichtet, das Parlament, die Landesregierung oder die Öffentlichkeit zu informieren, in welchem Auftrag sie forschen, an welchen Projekten sie arbeiten. Das geltende Hochschulgesetz sieht sowas einfach nicht vor. Wir sind darauf angewiesen, dass Journalistinnen und Journalisten recherchieren. Wir sind auf den guten Willen der Hochschulen angewiesen oder auch auf die Homepage der US-Regierung, wo man auch nachlesen kann, welche Mittel jedenfalls die US-Regierung aussieht. Anders würden wir hier nicht erfahren, ob eben Hochschulen im Auftrag des Pentagons forschen oder nicht. Und ich finde schon alleine, die diese Debatte zeigt, wir brauchen hier mehr Transparenz. Wir müssen darüber diskutieren, an welchen Punkten diskutiert wird. Und deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt den Referentenentwurf für das neue Hochschulzukunftsgesetz auf den Weg gebracht haben, wo ja Transparenz ausdrücklich vorgesehen ist. Wir wollen, dass die Hochschulen über Drittmittelprojekte informieren. Und das sollen sie natürlich in geeigneter Weise tun, weil wir ja wissen, dass die Hochschulen Drittmittel auch brauchen. Das ist übrigens zum größten Teil öffentliches Geld. Das ist Geld der EU, das ist Geld des Bundes und des Landes. Und deswegen, glaube ich, ist es eine sinnvolle Initiative, dass die Hochschulen über den Auftraggeber, den finanziellen Umfang und das Thema des Projektes informieren. Dort, wo öffentliches Geld involviert ist, da hat die Öffentlichkeit einfach auch ein Anrecht auf Transparenz, was dort passiert. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir erst auf dieser Grundlage wirklich eine offene Debatte führen können und dass diese offene Debatte dann auch an den jeweiligen Hochschulen möglich ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, so eine Debatte zu führen und dass es ganz wichtig ist, sie nicht schwarz oder weiß zu führen. Es gibt Fälle, die sind eben nicht ganz eindeutig. Ist eine Traumatherapie abzulehnen, weil sie eben auch Kriegsveteranen helfen kann? Wollen wir Fortschritte auf dem Gebiet der Minenräumung verhindern, weil hier neben spielenden Kindern eben auch Soldaten gerettet werden können? Nahezu unmöglich ist eine Abgrenzung zwischen militärischer und ziviler Nutzung in der Grundlagenforschung, zum Beispiel bei den Materialwissenschaften oder auch in der Medizin. Weil es so schwierig ist und weil das Grenzfragen sind, ist es aber ganz zentral, dass diese Fragen in einer Hochschule diskutiert werden. Wir müssen die Voraussetzungen für die Transparenz dann eben auch schaffen, weil Transparenz schützt die Hochschulen vor Debatten, die sich eben aus Unwissenheit speisen oder die Verschwörungstheorien heraufbefördern. Das ist im Interesse aller und das ist vor allen Dingen auch im Interesse der Hochschulen. Meine Damen und Herren, neben den Grenzfragen des DLUs gibt es auch eindeutige Fälle. Die Entwicklung moderner Sprengköpfe oder neuartiger Munition hat keinen anderen Zweck als das Töten von Menschen. Und hier stößt die verfassungsrechtliche garantierte Forschungsfreiheit einfach an ihre ethischen Grenzen. Und diese Grenzen, die müssen von den Hochschulen, die müssen von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutiert und auch definiert werden. Das Grundgesetz schützt die Forschungsfreiheit, aber das Grundgesetz setzt auch gleichzeitig auf die Verantwortung der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und deswegen wollen wir mit dem neuen Hochschulzukunftsgesetz die Hochschulen bei diesem Prozess unterstützen und diese notwendige Debatte vorantreiben. Sie alle können nachlesen, in Paragraph 3 Absatz 6 des Referentenentwurfs heißt es, die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen und friedlichen Welt. Sie sind friedlichen Zielen verpflichtet. Wir können jetzt sagen, das steht doch schon im Grundgesetz. Ich denke aber, es ist sinnvoll, das auch im Hochschulgesetz noch einmal deutlich zu machen, um die Hochschulen an diesen Auftrag eben auch zu erinnern. Es gibt schon erste Hochschulen, die das in ihrer Grundordnung verankert haben. Ich denke, das ist aber ein Prozess, der für alle Hochschulen sinnvoll ist. Wir werden das alles noch ausführlich im Gesetzgebungsverfahren diskutieren. Ich denke, wir sollten einen Fehler aber nicht machen. Wir sollten die Relationen nicht aus den Augen verlieren. Wie es aussieht,
hat es seit dem Jahr 2000 insgesamt an 22 Einrichtungen in Deutschland Mittel in Höhe von 7,4 Millionen Euro gegeben. Der Presse können wir entnehmen, dass die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen 150.000 Euro bekommen haben. Drei Hochschulen sind das. Wenn Sie sich die Dimensionen angucken, 7,8 Milliarden und 150.000, dann ist das Verhältnis, was die einzelne Hochschule da bekommen hat, zum Gesamtetat nahezu mikroskopisch. Ich halte es daher nicht für hilfreich, von amerikanischer Militärforschung im großen Stil zu sprechen, wie das hier im Antrag der Piraten für die Aktuelle Stunde der Fall ist. Wir diskutieren hier wirklich Ausnahmefälle und nicht die Regel. Aber, meine Damen und Herren, ich bin dankbar für die Debatte, vor allen Dingen, wenn wir sie ohne Übertreibung und Alarmismus führen. Wir brauchen Transparenz in der Forschung. Wir brauchen auch die gesellschaftliche Debatte dafür. Wir werden mit dem Referentenentwurf, wir werden dann mit dem Gesetz wichtige Schritte in diese Richtung gehen. Und deswegen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Hart das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, US-Militärforschung an NRW-Hochschulen aufklären, so ist der Antrag der Piraten überschrieben. Wie meine Vorrednerinnen und Vorredner zum größten Teil schon festgestellt haben, zuletzt die Frau Ministerin, ist diese Titulierung und auch der Inhalt des Antrages maßlos überzogen. Was wissen wir denn? Herr Dr. Paul, hier nehme ich jetzt, fange ich jetzt mal mit Ihnen an, Beispiel Bochum, haben Sie selber gelobt. Da ging es um Grundlagenforschung, da ging es nämlich um die Mittel zur Optimierung von Messmethoden. Wuppertal, die zweite Universität, da ging es um ein mathematisches Symposium. Konkret hat man die Verteilung von Wärme eines Heizkörpers im Raum berechnet. Tolle Militärforschung. Das bringt uns zunächst mal zu der Frage, übrigens zwei von drei Universitäten aus NRW, das bringt uns zunächst mal zu der Frage, was ist eigentlich Militärforschung? Und das ist doch die eigentlich spannende Frage, bevor man das Thema, ich sag mal, hier so aufbauscht. Was ist Militärforschung? Definiert sich Forschung und der Inhalt von Forschung nach der Frage, wer die Forschung bezahlt? Dann ist das hier Militärforschung gewesen. Dann ist in der Tat über das Pentagon bei der Universität Wuppertal Geld angekommen, um mathematische Grundlagenforschung zu betreiben. Konkret wurde die Verteilung, habe ich ja schon gesagt, von Heizwärme ausgehend von einem Heizkörper im Raum berechnet. Das wäre dann Militärforschung, wenn man es nach der Frage definiert, wer denn das Geld gibt. Vielleicht für uns etwas ungewöhnlich, aber ja auch vom Kollegen Schulteis schon erwähnt. Es ist in den USA eben durchaus üblich, dass staatliche Stellen und auch das Militär Grundlagenforschung in Bereichen betreiben, die eigentlich überhaupt keinen militärischen Nutzen haben. Es sei denn, es ist von militärischem Nutzen, dass es generell schneller warm haben, weil der Heizkörper im Raum richtig platziert ist. Also, im Grunde bleibt von einer etwas aufgeregten Debatte, ausgelöst durch einen etwas aufgeregten Zeitungsartikel, jedenfalls für NRW am Ende des Tages nicht viel übrig. Denn auch die Journalisten haben sich zunächst mal an der Frage orientiert, wer ist denn der Geldgeber? Und das kann nicht die Frage sein, sondern wenn, dann kann allenfalls die Frage sein, was ist denn der Inhalt der Forschung? Und da kommen wir zu der Frage, was ist denn eigentlich Militärforschung? Ich denke, da werden wir uns ganz schnell einig. Da, wo, wie die Frau Ministerin gesagt hat, an der Optimierung eines Sprengkopfes geforscht wird oder wo es einen klaren Auftrag gibt, beispielsweise die Qualität einer Glattrohrkanone, wie wir sie im Leopard 2 verwenden, zu verbessern, das ist Militärforschung. Ob das auch zulässige Forschung ist oder nicht, ist ein ganz anderes Thema. Auch die ist meines Erachtens zulässig. Aber schon bei dem Beispiel der Universität München, bei dem, die haben das Ökosprengstoff genannt, ich meine, über die Begrifflichkeit kann man ein bisschen streiten, aber schon bei der Sprengstoffentwicklung muss man die Frage stellen, ist das wirklich ausschließlich Militärforschung?
Die Forscher gehen selbst übrigens davon aus, dass ein nicht unerheblicher Teil dieses Sprengstoffes auch zivil eingesetzt wird. Denn das Problem war ja nicht Optimierung eines Sprengstoffes im Hinblick auf die Sprengwirkung, sondern dass die allermeisten konventionellen Sprengstoffe für Rückstände sorgen, die umweltschädlich sind. Und diese Rückstände sollten beseitigt werden, und zwar nicht mit der Zielrichtung auf den eigentlichen militärischen Einsatz, sondern damit die Truppenübungsplätze nicht verseucht werden und damit, und da sind wir bei der zivilen Nutzung, im Bergbau bei Abbruchfirmen eben auch keine umweltschädlichen Rückstände verbleiben, wenn man Sprengstoff zivil einsetzt. Also ist das noch Militärforschung? Geht noch weiter. Kleidung, Funktionskleidung, kennen Sie alle, ja, wasserabweisend, wärmend und trotzdem von innen Wasserdampf herauslassend, wenn man schwitzt. Ist solche Funktionskleidung, die Forschung an der Verbesserung solcher Funktionskleidung Militärforschung? Wenn man jetzt hier nach den Journalisten geht, ist es dann Militärforschung, wenn die Bundeswehr den Auftrag erteilt? Ja, wenn irgendeine zivile Behörde den Auftrag erteilt, ist keine Militärforschung. Und das kann beim besten Willen, meine Damen und Herren, nicht das Kriterium sein. Lassen Sie mich noch ein paar Worte sagen zum Thema Drittmittelforschung und Beseitigungsgesetz zum Hochschulfreiheitsgesetz. So will ich das mal nennen. Sie haben, Frau Ministerin, gesagt, es soll in geeigneter Weise über Auftragsforschung unterrichtet werden. Meine Frage ist, was ist in geeigneter Weise? Heißt, ich muss Auftraggeber und Forschungsgebiet nennen. Ich kann Ihnen auf Anhieb, auch aus meiner Heimatstadt, Firmen nennen, die dann keine Aufträge mehr an Universitäten vergeben würden, weil sie in ihrem Bereich Weltmarktführer sind, weil sie insbesondere bei der Verbesserung von Werkstoffen, bevor der Werkstoff abschließend entwickelt und marktfähig ist und patentierfähig ist, auch niemanden wissen lassen wollen, dass in diese Richtung geforscht wird. Das heißt, mit dieser Forderung, Universitäten müssen über solche Auftragsforschung unterrichten, und das macht ja nur Sinn, wenn man Auftraggeber und Inhalt des Forschungsgebietes nennt, legen Sie die Axt an die Drittmittelforschung, gerade im mittelständischen Bereich. Und das, Frau Ministerin, tun Sie letztendlich sehenden Auges. Wir werden das nicht mitmachen. Wir freuen uns auf die weitere Debatte zum Hochschulentmündigungsgesetz und werden Sie auch an dieser Stelle dann entsprechend darauf hinweisen, dass das jedenfalls für unsere Universitäten ein Irrweg ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hart. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Bell. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es lohnt, ein Stück weit, so wie Teile meiner Vorredner es getan haben, die Debatte wirklich zu versachlichen. Ich tue das jetzt mal zu Beginn in der Funktion als Wuppertaler Abgeordneter. Hier ist geäußert worden, dass drei nordrhein-westfälische Universitäten militärische Auftragsforschung durchgeführt hätten. Vorsicht bei diesen Aussagen, weil ich glaube, dass sie nicht sachgerecht sind. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin aus einer Antwort des Leiters der Hochschulkommunikation Johannes Bunsch an die regionale Presse. Zu keiner Zeit gab es Leistungen an das Militär. Allerdings sind zwei Projekte mit augenscheinlich zivilen Inhalt verfahrenstechnisch über Verwaltungsstellen der US Air Force abgerechnet worden. Der Grund ist banal, kann sogar missverstanden werden, erklärt Bunsch auf Tageblatt-Nachfrage. So sei etwa eine internationale Konferenz zu mathematischer Grundlagenforschung, die von Professorin Birgit Jakob im Jahr 2011 veranstaltet wurde, mit knapp 5.000 Euro vom Air Force Office of Scientific Research abgewickelt worden, nachzulesen im Federal Procurement Data System, einer Datenbank, die US-Aufträge ab einer bestimmten vierstelligen Summe auflistet. Das hat mit der Frage militärischer Auftragsforschung aus meiner Sicht nichts zu tun. Und die Frage, welche Titel wir uns auch
für unsere Hochschulen dann anziehen lassen über Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit? Diese Frage sollten wir miteinander dann auch nochmal kritisch bewegen, weil ich finde, ein Stück weit relativiert ist dann auch die Aufgeregtheit des Antrages, der hier entsprechend auch eingebracht worden ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens, eine große Freude ist es immer wieder, nach Dr. Berger zu reden. Also muss ich echt sagen, diese Chance zu bekommen, ist echt richtig klasse. Also da muss man erst mal drauf kommen. Bei einem Antrag über die Frage militärischer Forschung wieder den Parfumsritt über die Frage des neuen Hochschulgesetzes, entsprechend des neuen Hochschulgesetzes auf den Weg zu bringen, zu behaupten, die Grundlagenfinanzierung wäre nicht ausreichend. Und das wäre der Grund, warum an nordrhein-westfälischen Universitäten militärische Forschung, haben Sie gesagt, Herr Dr. Berger, militärische Forschung stattfindet. Ihr Parteikollege gerade hat relativ deutlich gemacht, was von diesem Ansatz zu halten ist. Zweitens, darüber hinaus, dieser Gedankengang zu sagen, dass die ideologische Prägung der Ministerin, wenn sie denn dann frei handeln könnte und von Ihnen als Abgeordneter nicht ausgebremst würde, dazu geführt hätte, dass das Internet nicht entstanden wäre und damit auch die Piraten nicht. Herr Dr. Berger, ich will Ihnen deutlich sagen, ich glaube, das war echt eine Bewerbungsrede für die Heute-Show. Ich werde jedenfalls Oliver Welke den Tipp geben. Ich will deutlich sagen, dass ich wirklich empfehle, auch in der Debatte über das neue Hochschulzukunftsgesetz verbal ein bisschen abzurüsten. Frau Freimuth, ich habe wirklich auch die sehr ruhige und sachliche Diktion Ihrer Rede aufgenommen, aber von Zivilklausel-Diktat zu reden, ich glaube, verbale Abrüstung tut an bestimmten Punkten durchaus Not. Wir werden uns der Debatte über die Frage, wie wir mehr Transparenz, die ja gesellschaftspolitisch gewünscht ist, herstellen können, ohne entsprechend natürlich auch die Forschungsbeauftragung an unseren Universitäten zu gefährden, nicht entziehen. Ich will nur in Richtung auch der christdemokratischen Freunde sagen, das Beispiel, dass die Amerikaner ihre entsprechenden Vergaben, ihre entsprechende Drittmittelforschung im Internet vollständig zur Verfügung stellen, weist nicht zwingend darauf hin, dass die Axt an die Frage der Drittmittelforschung gelegt wird, wenn man ein Stück weit mehr Transparenz einfordert. Wir werden uns jedenfalls einer sachlichen Debatte nicht entziehen. Ich freue mich auf die Debatte und auch weiter hinter Herrn Dr. Berger reden zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bell. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Hafke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema hier ist ohne Frage ein sehr sensibles Thema. Wir sollten daher, und das ist ja auch verschiedentlich schon gesagt worden, sehr sachlich und ruhig diskutieren. Ich halte daher schon die Verknüpfung, die die Piraten hier vornehmen, für problematisch. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen der NSA-Affäre und den Forschungsprojekten, um die es hier geht. Wir dürfen das Thema auch nicht auf die USA verengen. Es geht grundsätzlich darum, wie unsere Hochschulen erstens generell mit Forschungsaufträgen umgehen und wie sie zweitens mit militärisch relevanten Forschungsaufträgen umgehen. Da kann man höchstens Unterschiede zwischen NATO-Partnern und Nicht-NATO-Partnern machen. Ich denke, wir sind uns, wie ich eingangs sagte, alle einig, dass militärisch relevante Forschung sensibel ist. Das ist in erster Linie eine ethische Verantwortung, die die Wissenschaftler tragen. Und es ist vollkommen klar, dass wir die Erwartung haben, dass sie mit dieser Verantwortung vernünftig umgehen. Wir können darüber sprechen, dass wir beispielsweise mit einem Verhaltenskodex allgemeine Normen vereinbaren. Vor allem aber sollten wir einen Diskurs führen mit den Hochschulen und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir als FDP wollen diesen Diskurs ausdrücklich. Im Moment haben wir ein paar Presseberichte, einige Bestätigungen, aber auch Dementis. Wir brauchen hier, denke ich, erstmal eine vernünftige Datengrundlage. Und damit verbietet es sich aus meiner Sicht erst recht, dass nach weitreichenden gesetzlichen Regelungen gerufen wird. Ich erinnere noch einmal daran, die Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut. Eingriffe, auch wenn sie gut gemeint sind, dürfen allenfalls sehr behutsam passieren. Die Zivilklauseln sind nicht der richtige Weg, weil sie genau diese Freiheit zu stark einschränken. Hier wird versucht, sensible Einzelfälle durch allgemeine Vorschriften zu regeln.
Damit gefährdet man aber auch viele unproblematische oder letztlich auch zivil nutzbare Projekte. Und dann sind sie ja offenbar auch noch unwirksam. Beispielsweise hat ja die Universität Bremen, die ja jetzt ebenfalls Auftragnehmer benannt ist, eine Zivilklausel. Also von daher bringt die Zivilklausel an dieser Stelle überhaupt nichts. Also lassen Sie uns diesen Diskurs führen. Lassen Sie uns unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Dialog stärken, damit sie ihre Verantwortung sensibel wahrnehmen können. Das Thema eignet sich ausdrücklich nicht als Kronzeuge für die Absicht, die Freiheit der Hochschulen abzuschaffen. Diese Verknüpfung ist auch unzulässig. Die Steuerungsfreude von SPD, Grünen und Piraten haben ihre Regulierungslust schon oft ganz unabhängig von diesem aktuellen Bezug ausgedrückt. Also stellen Sie ja bitte keinen Bezug her. Das wird dem sensiblen Thema, das wir heute diskutieren, nicht gerecht. Die Freiheit der Hochschulen bleibt eine Erfolgsgeschichte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hafke. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Dr. Seide. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Stichwort Zivilklauseldiktat, Frau Freimuth, hat mich noch mal dazu bewegt, hier vorne in die Rede einzusteigen und noch mal zu dem Thema Zivilklausel auch etwas zu sagen. Die Frage nämlich, ob Forschung und Lehre an den Hochschulen und Universitäten auf friedliche Zwecke begrenzt werden soll, etwa mit Hilfe einer solchen Zivilklausel in der Grundordnung, wird hier an sehr, sehr vielen Hochschulen auch zurzeit diskutiert. Wir haben viele Einladungen bekommen, in die NRW-Hochschullandschaft dazu, mit den Studierenden zum Beispiel zu diskutieren. Und das ist nicht nur hier so, sondern das ist auch bundesweit so. Und so verfügt ja auch jetzt bereits eine ganze Reihe von Hochschulen in Deutschland über Formulieren in ihren Grundordnungen, die festschreiben, dass Forschung friedlichen Zwecken dienen soll. Ich nenne noch einmal die einzelnen Hochschulen. Das sind die Universitäten Konstanz und Tübingen. Die Hochschule Ulm verweist auf die im Leitbild festgeschriebene Haltung, dort entwickelte Technik solle sozialverträglich eingesetzt werden. Beim Karlsruher Institute of Technology, dem KIT, muss zwischen dem nach wie vor mit einer Zivilklausel versehenen ehemaligen Forschungszentrum und dem Universitätsteil unterschieden werden. Und für Letzteren hat der Senat am 12. Mai 2012 ethische Leitlinien beschlossen, zu denen auch eine Orientierung an friedlichen Zwecken gehört. Und ebensolche finden sich in der Grundordnung der Universität Oldenburg, der Universität Rostock, der Universität Bremen und im Leitbild der TU Berlin. Wozu also jetzt gerade auch, Herr Hafke, diese Aufregung, was die Zivilklausel bei uns im Hochschulgesetz zu suchen habe, der von Ihnen hier aufgebaut wird? Der Wunsch, sich im Rahmen einer Leitbilddiskussion an friedlichen Zwecken zu orientieren, ist offensichtlich an vielen Universitäten, auch in Nordrhein-Westfalen, vorhanden. Und warum sollte sich dies in unserem Hochschulgesetz nicht widerspiegeln? Wettbewerb und marktorientierte Ansätze führen eben nicht alleine zu mehr Nachhaltigkeit und Qualität an unseren Hochschulen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen gerne zum Abschluss ein Zitat von der Wissenschaftsministerin Theresia Bauer aus der Debatte in Baden-Württemberg vortragen, das meines Erachtens die Frage einer Zivilklausel entideologisiert und auch ins richtige Verhältnis setzt. Sie sagt, hinter der Zivilklausel steckt ein Anliegen, dem man alle Sympathie entgegenbringen möchte, nämlich das Anliegen, dass man sich darüber bewusst werden und sich klar machen sollte, dass Forschung relevant ist, dass Forschung risikobehaftet ist und dass Forschung sicher nicht immer einfach nur für Dinge eingesetzt wird, die gesellschaftlich erwünscht sind. Die Sensibilisierung in dieser Frage, was man mit Forschungsergebnissen machen kann, die Notwendigkeit, dass sich Forscherinnen und Forscher damit auseinandersetzen, dass eine Hochschule auch darüber diskutiert und dass eine Gesellschaft in die Lage versetzt wird, zu entscheiden, wie sie damit umgehen möchte. Alle diese Fragen sind hochlegitim und es ist in der Tat notwendig, sie zu stellen. Zitat Ende. Und deshalb ist unser Weg in Nordrhein-Westfalen eben kein Forschungsverbot, sondern eine Friedensklausel, verbunden mit der strikten Transparenzpflicht für Drittmittelströme. Forschungsthema, Fördervolumen und Geldgeber von Drittmittelprojekten sollen künftig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das ist richtig so. Und Ministerin Schulze hat das eben auch so ausgeführt. Wir werden diesen Weg mit dem neuen Hochschulgesetz gehen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Seidel. Für die Fraktion der Piraten spricht Herr Abgeordneter Bayer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Dr. Berger, ich ergänze noch, ohne Atomkraftwerke gäbe es keine Grünen und ohne soziale Ungerechtigkeit keine SPD. Wir alle wollen erfolgreiche Universitäten und dafür entschlossen an der Forschungsfreiheit festhalten. Hochschulen sollen sich dabei heute spezialisieren und ein bestimmtes Profil ausbilden. Bochum, Aachen und Wuppertal haben es auf eine traurige Art und Weise geschafft, innerhalb einer Woche ein ganz bestimmtes Profil auszubilden. Und Herr Bell, Herr Hart, es geht vor allem um die weiterhin verheimlichten Projekte in Aachen und das zweite US-Projekt, auch verheimlicht in Wuppertal. Es geht nicht um die Konferenz. Es ist bedauerlich, wenn der Ruf der Hochschulen aufgrund von Intransparenz und Misstrauen Schaden nimmt. Nur steckt dahinter keine demokratisch legitimierte Strategie einer Hochschulmehrheit, sondern das Vorgehen einzelner Forscher oder Fachbereiche. Und Herr Schultheiß, Frau Seidel, Frau Ministerin, gerade wenn es um kleinere Beträge geht, wird die Tragik deutlich, was diese Drittmittel verursacht haben. Meine Sorge ist, dass die Legitimität öffentlicher Forschungsförderung insgesamt leidet. Die Forschung ist aber von der Akzeptanz der Bürger in besonderem Maße abhängig. Und Beispiel der Akzeptanz: Ich habe schon gehört, Forderungen von Bürgern, man müsse wegen des EU-Forschungsprogramms INDECT an der Uni Wuppertal die gesamten Mittel der Uni streichen. INDECT steht für Totalüberwachung der EU-Bürger. Und als Pirat setze ich mich dafür ein, dass solche Forschungsvorhaben wie INDECT nicht mehr mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Wegen des hohen Gutes der Forschungsfreiheit würde ich aber niemals ein Verbot aussprechen, an der neutralen Technik selbst zu forschen. Im März, als wir schon mal über die Zivilklausel debattiert haben, hatten wir noch ganz andere Beispiele vor Augen, in denen es darum ging, dass eine spätere militärische Nutzung nicht immer auszuschließen sei. Und Herr Berger, Frau Freimuth, Herr Hart und Herr Schultheiß, das Militär ist nicht der Vater aller Dinge. Mit dem Geld, das während des Kalten Krieges in Militärforschung gesteckt wurde, hätte man viel erfolgreicher zivil forschen können. Aber wenn, wie in den aktuellen Fällen, das amerikanische Militär Auftraggeber ist, darf man auch nicht so naiv sein. Das ist ja nun so, wie wenn Sie die Panzerknackerbande fragen, ob sie ein stabiles Brecheisen entwickeln können und Sie sich am Ende darüber wundern, dass eine Bank ausgeraubt wurde. Nein, wenn das amerikanische Militär Geld ausgibt, ist der Einsatzzweck völlig klar. Hier helfen aber keine Verbote, hier hilft richtigerweise nur Transparenz. Sie sagen jedoch nichts darüber, wie dieser Weg aussehen oder wie ein offener Dialog oder Forschung in Zukunft gestaltet werden soll. Wer diskutieren kann und wo diskutiert wird, darüber wollen Sie, Frau Ministerin Schulze, jetzt diskutieren, wo wir diskutieren. So habe ich das eben gehört. Vor allem aber ist der Zeitpunkt entscheidend, wann Öffentlichkeit hergestellt wird. So wie es da im Moment steht, läuft es doch so, wie Frau Seidel es eben beschrieb, ich reflektiere das etwas anders, erst im Nachhinein erfährt die Öffentlichkeit, dass eine ihrer Unis eine neue Spionage-App entwickelt hat, damit Frau Angela Merkel und alle anderen auch weiterhin ausspioniert werden können. Wenn, dann muss die Öffentlichkeit vorher ergebnisoffen mitdiskutieren können. Ich frage Sie daher, wie wollen Sie die Wissenschaft und auch die verfasste Studierendenschaft an dem Diskurs beteiligen? Bremen hat gezeigt, dass Beliebigkeit nicht funktioniert, Frau Seidel. Vor der dortigen Debatte um die Zivilklausel, während der Debatte um die Zivilklausel und nach der Debatte um die Zivilklausel hat ein Bremer Forscher munter im Geheimen weitergeforscht, ohne auch nur an Offenheit zu denken, weil er die Moral der Befürworter nicht teilt oder um seiner persönlichen Vorteile willen. Was empfiehlt die Regierung im Umgang mit solchen Forschern? Frau Ministerin, das müssen Sie gleich noch mal erklären. Was geschieht, wenn sich die Vertragspartner einfach auf § 8 des Informationsfreiheitsgesetzes berufen, das den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen regelt? Ihr Referentenentwurf nennt die Transparenz in einem Atemzug mit dem Schutz des Betriebsgeheimnisses. Wie stellen Sie also sicher, dass Geheimniskrämerei beendet wird, wenn öffentliche Gelder im Spiel sind? Ich komme zum Ende und betone, dass Sie, Frau Ministerin, mit der Ankündigung, mehr Transparenz zu schaffen, einer zentralen Piratenforderung nachkommen.
Wir gehen davon aus, dass die Formulierung am Ende auch so ins Gesetz kommt. Das nehmen wir Sie beim Wort. Wie Dr. Paul anfangs sagte, wenn Forschung im Verborgenen betrieben wird, schürt das Misstrauen, wo eigentlich gar keins nötig ist. Transparenz hingegen stützt Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Nur dies sichert auf Dauer die Legitimation der Forschung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schulz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal darum bitten, in dieser Debatte nicht zu übertreiben und auch keinen Alarmismus zu betreiben. Die Forschungsfreiheit ist grundgesetzlich garantiert, und das hat Gründe. Das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Und die sollten wir auch akzeptieren, diese Gründe. So, wie kommt man jetzt zur Transparenz, wie das im Forschungsbereich immer läuft? Das geht nur über einen Diskurs. Das ist dem Wissenschaftssystem auch eigentlich immanent. Und deswegen ist es gut, dass der Referentenentwurf da jetzt einen klaren Weg aufzeigt. Und wir werden es hier ja noch diskutieren, aber ich empfehle Ihnen, lesen Sie doch noch mal die Begründung in dem Referentenentwurf. Dort ist klar dargelegt, wie dieser Weg laufen soll. Das, was wir hier festgelegt haben, dass wir sagen wollen, die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen und friedlichen Welt, sie sind friedlichen Zielen verpflichtet. Das soll eine Diskussion in den Hochschulen ermöglichen. Das soll eine Diskussion im Wissenschaftssystem ermöglichen. Da gehört die Diskussion im Kern auch hin. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Den sollten wir aber wirklich nicht mit Alarmismus und mit Übertreibungen gehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Dr. Berger. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mich noch einmal gemeldet, erstmal, weil Herr Bell ja gerne nach mir redet und sich dann auch noch vielleicht mal melden kann. Herr Bell, Sie haben gesagt, ich hätte über die Drittmittelforschung gesagt, ich wollte das nicht oder ich will nur klarstellen, wir haben gesagt, die CDU hat gesagt und wir stehen auf dem Standpunkt, wir haben in der Tat erkennbar zu wenig Grundfinanzierung in Nordrhein-Westfalen. Wir haben auch Wege aufgezeigt, wie man mehr Geld für das System generieren könnte, zum Beispiel über Studienbeiträge. Die sind dann zwar keine Grundfinanzierung, aber das frei werdende Geld, und das frei werdende Geld, und das war, wenn man den Haushalt so belässt, und das sind in 4 Jahren 1,2 Milliarden Euro, die hätte man dann frei für mehr Grundfinanzierung. Also sagen Sie nicht, wenn wir Ihnen Gelegenheit geben, 1,2 Milliarden mehr für ein System zu generieren, dass wir nicht Vorschläge machen. Sie haben es abgeschafft. Ich wollte es nur noch an dieser Stelle der Vollständigkeit halber noch mal erwähnen. So, und jetzt kommt's. Jetzt habe ich mich aber im zweiten Schritt auch noch mal gemeldet, weil Herr Bayer ja gesprochen hat. Und Herr Bayer, wenn es einen Beleg dafür gibt, warum wir dieses jetzt aktuelle Hochschulfreiheitsgesetz erhalten sollen, dann war das Ihre Rede gerade. Sie haben sich hier hingestellt in den Nordrhein-Westfälischen Landtag und verkündet, ich bin politisch aktiv und bestimmte Dinge passen mir nicht politisch, ergo darf darüber nicht mehr geforscht werden. Und wissen Sie, Herr Bayer, genau das ist das, was wir nicht wollen. Nicht Sie sollen darüber entscheiden, was und worüber in Nordrhein-Westfalen geforscht werden soll. Nicht Frau Schulze soll darüber entscheiden, nicht Rot-Grün soll darüber entscheiden, die Köpfe zusammenstecken, Hochschulentmündigungsgesetze auf den Weg bringen, dann einen Hochschulbevormundungsplan auf den Weg bringen, um dann zu sagen, wo die Wissenschaftler ihre Schwerpunkte setzen sollen. Das kann nicht der Weg sein für eine erfolgreiche Wissenschaftslandschaft. Und deswegen ist es notwendig, das von Professor Pinkwart entwickelte Gesetz, so wie es ist, zu belassen. Und der letzte Punkt, und das möchte ich auch noch mal ansprechen, Frau Ministerin, Sie haben in Ihrem Gesetz nicht nur die Planwirtschaft erfunden, sondern darüber hinaus, und das ist ja gerade auch noch diskutiert worden, Zivilklauseln. Zivilklauseln für die, die da oben sitzen, Zivilklauseln sind Vorschriften, die an Universitäten ausschließen sollen, militärische Forschung mit militärischem Nutzen durchführen zu können. Und da sage ich Ihnen, wir haben eben lange über den Dual Use gesprochen, dass man nie so einfach sagen kann, wo ist ein militärischer Nutzen, wo aber auch ein gesellschaftlicher Nutzen. Wir haben über das ARPANET gesprochen, eben eine Fülle von Beispielen. Sie benutzen diese Zivilklauseln, um ideologisch motivierte Tabuzonen für die Wissenschaft zu errichten. Und das geht mit der CDU nicht. Für uns ist vollkommen klar,
nicht Sie, nicht irgendein Politiker, nicht irgendein Politiker soll doch entscheiden, wo es lang zu gehen hat in der Wissenschaftspolitik, sondern die Hochschulen, die wissen es am besten, die sollen es machen. Und die Erfolge, die in Nordrhein-Westfalen mit diesem Gesetz zu verzeichnen sind, diese Erfolge geben uns recht. Und das wäre für uns alle am besten, wenn es dabei bleiben würde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Berger. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Und wir sind damit am Schluss der Aussprache dieser Aktuellen Stunde.